Hallo zusammen, in diesem Video geht es erstmal zu den Schwedenlöchern. Was auch immer das sein mag. Ich habe mich nicht eingelesen, ich habe nur das Hinweisschild gesehen. Und wenn irgendwas in der Nähe ist, dann sollte man das auch mitnehmen. Also Schwedenlöcher heißen die Dinger, wo ich jetzt hin möchte. In dem letzten Video habt ihr ja gesehen, war ich bei der Bastei. Von da komme ich jetzt gerade und das liegt dann auf dem Weg zurück Richtung Bulli. Das sind anderthalb Stunden zu laufen. Und da wird alles mitgenommen, was unterwegs noch so zu sehen ist. Also die Wanderwege hier rund um das Basteigebiet sind sehr gut ausgebaut. Wahrscheinlich dem geschuldet, was hier bei gutem Wetter oder Urlaubszeit an Menschenmassen durchgeschoben werden muss. Was heute zum Glück nicht der Fall ist. Waren zwar auch so ein paar Leute, hört man vielleicht im Hintergrund auch ab und zu mal quatschen, aber sehr angenehm. Hier steht mal wieder ein Schild, Aussichtspunkt, den nehme ich natürlich mit. Und so ist der erste Blick Richtung Aussichtspunkt. Ach, das ist jetzt genau gegenüberliegend von der Bastei, was ihr in dem letzten Video gesehen habt. Mal eben aufpassen. Hier runter jetzt. So. Da hinten ist der Mönch zu sehen. Dazwischen den Felsen ist dann die Basteibrücke. Und hier so der gesamte restliche Bereich. Und hier geht's runter Richtung Schwedenlöcher. Sehr viele Stufen, muss ich leider schon wieder feststellen. Aber wieder beeindruckend von der Natur. Hier geht's weiter runter. Oh, mein Akku ist gleich leer, den muss ich mal wechseln. Also, bis gleich, bleibt dran, schaut euch das an. Umso weiter man hier runterkommt, umso uriger wird's. Ich hoffe, hier kommt gleich nochmal irgendwo eine Erklärung, warum das Schwedenlöcher heißt. Und so muss ich das mal nachlesen. Ja, das könnte auf jeden Fall eins der Schwedenlöcher schon mal sein hier. Ich hoffe, dieser Weg führt da unten in irgendeine Richtung, die für mich passt. Ansonsten sind das nämlich endlos viele Stufen wieder rauf durch den Schmodder und Matsch. Hätte mir doch hohe Schuhe anziehen sollen und nicht die flachen. Teilweise passt das so gerade mit dem Wasser hier. Die Reste meiner Vorgänger. Was für mich hier am beeindruckendsten ist, ist immer, wenn man hier so durch diese Schluchten geht. Egal, ob jetzt befestigte Wege oder nicht. Aber das ist so ursprünglich. Schaut selbst. Ich nehme an, dass das, wo ich hier die ganze Zeit durchgehe, schon die Schwedenlöcher sind. Auch wenn jetzt keine weitere Beschreibung stand, weil da stand vorhin 20 Minuten und ich bin deutlich länger als 20 Minuten unterwegs. Deswegen glaube ich, dass das hier die Schwedenlöcher sind. Und ja, schaut selbst. Immer gut zu gehen hier, wirklich sehr befestigt. Und jetzt wird es mal wieder richtig eng. Ja, nachdem es da jetzt so richtig eng war, wird es jetzt hier auch noch mal richtig feucht und eng. Wird immer besser. So viel Spaß, wie es hier gerade macht, durch weitere Schluchten und Wasserlöcher zu warten. Graut es mir davor, dass das der Weg ist, der direkt nach Raten führt. Weil dann habe ich einen ganz schön langen Rückweg, den ich mir eigentlich so nicht vorgestellt habe.
Aber da muss ich dann wohl durch. Ohne Fleiß kein Preis. Und Entlohnung gibt es hier definitiv genug, und wenn es auch nur optisch ist. Ja, hier geht es jetzt noch mal ein kleines Stück weiter runter und dann kommt schon der Ort Rathen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich mir das so nicht vorgestellt habe, dass ich in den Ort noch gehe jetzt. Da war ich doch mit dem Marvin, wo wir mit dem Fahrrad hier nach Rathen gefahren sind. Und ich glaube, da haben wir mehr als genug gesehen von dem Ort. Daher werde ich jetzt einfach hier den Rückweg antreten. Leider durchgehend Stufen hoch oder fast durchgehend. Aber besser so, als nachher von Rathen aus außenrum diesen geteerten Weg zu gehen. So, wie ihr vielleicht erkennen könnt, bin ich wieder an meinem Parkplatz, wo der Bulli steht. Immer noch mit wunderschöner Aussicht. Ich habe gerade mal hier diese ganzen Fenstertafeln abgenommen und lüfte quer, damit auch die Feuchtigkeit mal so ein bisschen rausgeht von der letzten Nacht, dadurch, dass so viel geregnet hat und ja, Atemluft und so weiter. Aber ich habe mir als erstes gerade mal hier ein Wasser aufgesetzt für eine schöne Tasse Kaffee und nachgelesen hier beim Kompass Reiseführer über die Schwedenlöcher. Und zwar ist es so, ich stelle mal die Kamera kurz hier ab. Ich hoffe, das ist okay für euch und lese das vor. Die Schwedenlöcher. Der seit dem 30-jährigen Krieg Schwedenlöcher genannte blanke Grund ist ein steil von der Bastei-Hoffläche zum Amselgrund hinabführendes System aus klammartigen Schluchten, Felskesseln und zum Teil tunnelartigen Felsgassen. Der Abstieg durch diese zerklüftete Felslandschaft mit ihren grün leuchtenden Moosen und phosphorisierenden Schwefelflechten erfolgt fast durchgehend auf Holzbohlen, Eisenleitern und Stegen. Benannt ist das Gebiet nach den Löchern, in denen die Rathener Bevölkerung während des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1639 Zuflucht vor der brandschatzenden schwedischer Soldateska suchte. 1706 im Nordischen Krieg und 1945 am Ende des Zweiten Weltkrieges dienten die Schwedenlöcher erneut als Zufluchtsstätte vor marodierenden Kriegsgesindel. Heute zählen die Schwedenlöcher, die im Jahr 1886 wandertouristisch erschlossen wurden, zu den meistbesuchten Ausflugszielen der Sächsischen Schweiz. So, genug dazu erzählt. Wenn ihr das immer so ausführlich haben wollt, schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare, dann mache ich das demnächst auch für andere Videos. Also, macht's gut mit diesem wunderbaren Ausblick, den ich gerne nochmal ranzoome für euch. So, das muss reichen. Wie gesagt, macht's gut, euer Markus. Ich genieße jetzt hier erstmal meinen Kaffee.